Hey Leute, wir sind wieder zurück hier bei Let's Play Hitman Absolution. Beim letzten Mal haben wir Skurkys Gesetz erfolgreich abgeschlossen und wir spielen weiter. Schneiderei. Normal, auf geht's. Tom, ich brauche einen neuen Anzug. Oh, Mr. 47. Das freut mich wirklich sehr. Oh. Ja, ja, das denke ich auch. Das kriegen wir schon hin. Kommen Sie bitte. Hier geht's lang. Natürlich. Folgen Sie mir in mein Ankleidezimmer. Kein Problem. Oh, der gefällt mir. Bitte treten Sie ein, 47. Natürlich. Eine klare Verbesserung gegenüber Ihrem eigenen Anzug. Sehen Sie, handgewirkte Wolle, verstärkte und unsichtbare Nähte und natürlich Seidenfutter. Alles klar, danke, du hast mir sehr geholfen. So, und dann wollen wir uns jetzt ums Private kümmern. So Leute, mir ist eben was passiert, was mir noch nie bei dem Spiel passiert ist. Es ist mir abgestürzt. Na egal, für alles gibt's ein erstes Mal. Wir spielen jetzt diese Mission, wo ich eben abgehalten wurde vom Spiel. Egal. Auf normal geht's weiter. Also, Cutscene, ab geht's. Okay, Arschloch, wo ist Victoria? Oh, Laila. Sehen Sie? Die Kleine lebt noch. Und wenn das so bleiben soll, will ich 10 Millionen sofort, wie vereinbart. Tja, was das Geld angeht, das werde ich nicht allein entscheiden können. Wie? Sie können was nicht? Ich glaube, Sie verarschen mich. Nein, nein, nein. So funktioniert das nicht, Partner. Sie müssen umgehend jemanden finden, der das entscheidet, oder die Sache ist gelaufen. Ich zähle bis drei. Ich muss drei. Mit meinem Vorgesetzten. Verdammte Scheiße! Sie blödes Arschloch, was haben Sie getan? Sie sind eine Bestie. Oh, habe ich Sie verarscht? Tut mir leid. Mister. Okay, es reicht. Ich will jetzt die 10 Millionen. Wenn Sie mich linken, werden 10 Millionen mehr. Sie können sich's überlegen. Okay, Sie Scheißkerl. Sie haben gewonnen. Heiß bist du, Schätzchen. Ah, besorgt es dir gut? Wichser. Du hast ja keine Ahnung. Hey, verdammt! Wo ist Victoria? Ich werde sie irgendwann anrufen und sagen, wo sie sie finden kann. Komm jetzt, Schatz. Mich macht Geld geil. Sie
Sie geben diesem Psychopathen einfach so unser Geld. Naja, er ist nicht so dumm, wie er aussieht. Niemand entkommt der Agency. Blackwater Park. Da oben müssen wir rauf. Aber erstmal hören wir uns unser Briefing an, was 47 zu sagen Blackwater hat. Blackwater Park. Ein Gebäude im Belagerungszustand. Dexter wird mich schon erwarten. Ich habe ihm seinen Sohn genommen. Wenn er so verrückt ist, gegen die Agency anzutreten, würde er dann auch Victoria opfern, um sich an mir zu rächen. Ich muss vorsichtig sein. Aber so oder so. Hier wird es enden. Das kann natürlich sein, 47. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt darauf begeben. Jetzt laufen wir erstmal ein Stück. Hier können wir mal wieder nicht rein. Sperrgebiet und so. Ähnlich wie beim Terminus Hotel. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Hey, ich habe gerade einen Klempner durchgelassen. Die Papiere warten. Was? So, den holen wir uns. Ein bisschen tricky. So, den nehmen wir mit. Und schleppen den hier rein. So schnell es geht. So, der soll sich jetzt erstmal wieder verziehen. Sehr schön. Hey, Peter! Ein Benzinkanister. Der kommt ja wie gerufen. Hast du das gehört? Klang komisch. Sieh mal nach, was das war. Okay, aber ich darf nachher fahren. Ganz schön angespannte Stimmung da draußen. Ja, hier drin ist wie ich das hasse. So. Wir sind als Security-Wache hier. Eine Abriegelung? Aber immerhin sind wir schon mal im Erdgeschoss. Ist ja auch schon mal was. Wir müssen auf die andere Seite. Wir haben, denke ich mal, genug Instinkt. Da oben gesehen. Die haben genug Waffen, um den... Hey, dieser Typ. Komm ich da durch? Ja, da komme ich durch. Ich wusste es nicht mehr genau. So, und als nächstes werden wir... uns hier als... Nein, wie soll ich sagen? Als Mitarbeiter verkleiden, sag ich einfach mal. Und das nächste, was wir machen... Also wir müssen in den Aufzug rein. Ich erkläre euch das System. Hier gibt es eine... Die da hinten, die kann uns in den Aufzug bringen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir hacken den Computer hier. Oder wir nehmen die andere Möglichkeit... und suchen den Manager, das ist der da nämlich, der hier entlang geht, dessen Anzug brauchen wir. Den werden wir hier abfangen. Es wird alles eine große Frage vom Timing mal wieder sein.
Wir brauchen den Anzug. So viel steht fest. Jetzt muss der Wachmann nur noch weggehen. Dann kann ich ihn anlocken. Sorry, falls das eben falscher Laut war. Hallo? Hey, das habe ich gehört. Ach, ist das so? So. Ruhig. So, ich ziehe mich hier schon mal um. So, wir warten jetzt mal, bis der sich wieder umdreht, damit wir den Körper verstecken können. Na komm, dreh dich um. Ja? Perfekt. Auf geht's. Okay. Hätten wir. So, das nächste, was wir machen. Wir nehmen die Filmrolle hier. Und legen die in den Projektor ein. Und dann gehen wir zur Dame und lassen uns in die oberen Etagen fahren. Denn das ist es, was der Manager hier zu tun hat. Und das nicht auf die Reihe bekommt. Cool. Endlich mal was, was wir im Einsatz gebrauchen können. Der Nahkampf oft nur eine einzige Chance hat, seinen Gegner anzugreifen. Haben Sie den Manager gefunden? Noch nicht. Aber ich kann schon mal den Aufzug rufen, wenn Sie wollen. Nein, können Sie nicht. Sie müssten den Überdrückungsknopf drücken, weil der Scanner nur auf mich reagiert. Haben wir uns verstanden? Hat inzwischen vermutlich alles auf den Kopf gestellt. Hey, ich wollte Ihnen nur ein bisschen Zeit sparen. Und? Hat es geklappt? Genau. Machen Sie einfach Ihren Job. Mehr nicht. Ich bin nicht wie die anderen Mädchen. Ich bringe Sie um. So, so. Fahren Sie in den 10. Stock, lassen Sie meine Leute in den Serverraum und kommen Sie dann zurück. Kriegen Sie das hin? Alles klar. Okay, alles klar. Kommen Sie zurück, sobald Sie fertig sind. Okay. Werde ich tun. Und noch ein paar andere Sachen erledigen, was ich... Wozu ich eigentlich hier bin. So. Mr. Dexter. Er hat die Kamera am Lift deaktiviert. Kommt zu uns. Jawohl. Es heißt zwar, Reichtum kann eine Bürde sein, aber ich bin bereit, sie auf mich zu nehmen. Heilige Scheiße! Ja. Da ist so unheimlich viel Kohle in diesem Koffer drin. Und die gehört uns? Nein, die gehört mir! Ihr kauft den Lippenstift. Verdammt, ist das viel Geld! Ja. Was? Mist! Verarschst du mich etwa? Wieso wurde der Kerl noch nicht umgelenkt? Verdammt nochmal! Der Typ muss sterben, und zwar jetzt! Leg ihn um! Hast du das endlich kapiert? Kriegt ihr das hin? Nein, natürlich nicht, weil ihr verdammte Schlappschwänze seid! Ich kann doch nicht immer alles selber machen! Ganz ruhig, Baby. So auf den Sack. Alles gut, Baby. Nein, das ist es nicht. Der Oberwichser will unbedingt meinen Arsch! Herrgott nochmal! Leila hat etwas, das wirkt bei jedem Mann. Ja, davon bin ich überzeugt. Du machst das schon. Komm, Engelchen, gehen wir. Ich vertraue dir. Alles klar. Immer näher, den oberen Etagen.
blöd. Blöd, blöd, blöd. Es ist nicht Nummer 55 im 22. Stock, sondern Nummer 22, nicht. Nummer 25, Nummer 55 im zweiten Stock. Oh, nee. Was ist los mit mir, hä? Ist das eine Leseschwäche? Mann. Oder bin ich einfach nur blöd? Vermutlich bin ich einfach nur blöd, das sagt nämlich meine Mom immer. Denken Sie, ich sollte mich testen lassen? Ich weiß nicht, geht das eigentlich? Hey, Mann, Sie haben ja eine Knarre. Oh, wie cool ist das denn? Das ist nur der Sushi-Typ. Wer hat Sushi bestellt? Miss Stockton schon. Herrgott, nimm das Sushi und bring es zu Miss Stockton. Und fass da drin nichts an. So, wir müssen uns beeilen. Sind die das jetzt? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Da haben wir auf jeden Fall das, was unsere das Sushi von eben. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine von den drei Uniformen, denn das sind die einzigen drei dieser Sorte. Die anderen werden uns nicht verdächtigen, wenn wir deren Plätze einnehmen. Das heißt, das sind die Elite-Wachen, die persönlichen Wachen unserer Zielperson. Die anderen sind nur, in Anführungsstrichen, normale Wachen. In diesem Geschoss zumindest. Wir bezahlen euch nicht fürs Rumstehen. Ich will, dass alle ihre Ärsche schwingen und ihren Job machen. Sonst enden wir alle mit einer Kugel zwischen den Augen. So, und ich hoffe, sie geht jetzt in die richtige Richtung. Dort gibt es nämlich mehrere Abzweigungen. Wir werden uns einen dieser Männer nehmen. Zumindest einen ihrer Anzüge. Ich hoffe nur. Hey, dieser Kerl ist vielleicht schon hier. Und Sie holen sich einen runter? Witzig. Geht. Geht weiter. So, wir gehen hier hinter Entdeckung. Jungs, lasst mich allein. Ma'am, Mr. Dexter hat befohlen. Wollen Sie mit mir diskutieren? Nein, Ma'am. Nein, nein, natürlich nicht. Keineswegs, Ma'am. Nein. Okay, gehen wir. Los. So, den schnappen wir uns. Sobald er uns zu nahe kommt. So nämlich. So, sehr schön. Genau so wollte ich das haben. So, jetzt müssen wir den nur noch in Versteck bringen. Und dazu müssen wir an der Wache hier vorbei. Und da hätten wir schon eins. Wie gesagt, wir befinden uns so ziemlich in der sichersten Tarnung des Levels hier. So, sie macht hier einen Rundgang und wir werden... Hey, warte mal. Ich habe Befehl, alle Räume zu checken. Das Gift organisieren. Mr. Dexter will nicht, dass hier jemand reinkommt, Mann. Wie sollen wir alle Räume sichern, wenn... Dieser Raum ist tabu. Kapier's endlich. Der Raum wird nicht mehr gebraucht. Mr. Dexter hat immer noch Hoffnung. Sein Sohn wird jetzt schon seit Tagen vermisst.
Nenn es Trauern, wenn du willst. Aber dieser Raum ist ihm vorerst heilig, also ist er tabu. Ende der Diskussion. Los, geht weg. So, wir gehen jetzt hier rein. Hier gibt's überall Laser und so. Sonderlich schlimm, da wir jetzt hier ein bisschen Vorsprung brauchen. So, sehr gut. Wo ist sie? Dort. Wir gucken einfach mal. Es gibt auch die Möglichkeit, soweit ich weiß, entweder Klavierseite, wenn sie da im Raum ist, verbessert mich, wenn ich falsch lieg, oder das Dinosaurier-Skelett dort hochzujagen. Katana können wir auch mitnehmen. Das dauert hier noch kurz etwas. Die Samurai-Rüstung können wir auch anziehen. Fallen wir natürlich logischerweise richtig krass auf. So. Sie wird jetzt davon was essen. Ich würde ja jetzt gerne schon zum Ausgang gehen, aber ich weiß nicht mehr, wo der genau ist. Wir haben definitiv die beste Verkleidung hier. Wir können nur von den zwei Wachen hier enttarnt werden. Die dritte sind wir ja selbst. Was machen Sie da? Ach, nichts. Ich laue hier nur auf, weißt du? An der Uniform stimmt doch was nicht. Okay, sie ist schon fast am Abklappen. Deswegen gehe ich schon mal in die Richtung hier. Moment hier. Na, sie ist gleich von ab. Halleluja. So, sie ist von ab. Und wir haben die Gelegenheit. Wir stoßen dann später zu ihren Jungs. Natürlich. Was ist das eigentlich für ein Walskelett? Das weißt du nicht? Hat er das Ding aus dem Museum? Da oben würde ich es nämlich, glaube ich, runterlassen können. Soweit ich weiß. Genau, hier können wir durch. Und dort müsste es ein Telefon oder sowas geben. Panikraum. Laila! Bring deinen Arsch her! Wir gehen! Und du, rein mit dir in den Helikopter! Ich werde dich Atom für Atom zerlegen und züchten wie ein Reisbull! Und schau doch nicht so, Mädchen! Immerhin kommst du aus dem Reagenzglas! Mein Labor! Ach, zu Hause? Oh, jetzt sag bloß, das wusstest du nicht! Du bist ja wirklich niedlich! Du Mistkerl! Fass mich nicht an! Thank you.
aussieht, warst du den ganzen Ärger wert. Los, schafft's in den Helikopter! Ich denke immer nur, wenn ich diese Szene sehe, so ein Dreckschwein, ey, ne? Ist echt so. Na, wie du auch sagst, ich mache hier einen Cut. Schatten ist für mich eine gute Bewertung. Wie du auch sagst, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Let's Play Hitman Absolution. Bis dann und ciao.